Und Maria, wenn man so dein Lebenswerk anschaut, dann zeigt es ja davon, wie viel Feuer du hast, gell? Also du hast eine ganz früher als SOS-Mama quasi gearbeitet. Du hast ein Gästehaus gegründet, wo Leute Workshops, Trainings machen können. Und du hast jetzt vor allem ein Werk in Uganda, wo du mit Kindern arbeitest, mit Waisen. Und neben all deiner Tatkraft und all dem, wo Taten ja oft sprechen, gell, finde ich, was bei dir durchstrahlt, ist deine Liebe für Jesus und deine Liebe für Menschen. Und das ist das, was durchstrahlt. Und ich zitiere mal einen jungen Mann, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe. Der hat gesagt, also wenn ich mal in Marias Alter sein werde, dann wünsche ich mir, dass ich genauso viel Feuer unterm, entschuldigt mir, Arsch habe, wie die Maria. Und genau das werden wir heute erleben. Und deswegen, liebe München, nochmal einen riesigen Applaus für unsere Maria. Halleluja. 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 Ich sage euch gleich ein Geheimnis. Die, die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Mein Thema ist jetzt, wie man in den Krisenzeiten umgeht. Blick wechseln. Nicht auf die Umstände schauen, sondern auf Jesus. Und da möchte ich euch sagen, ja, Vater, ich bitte dich, füll meinen Mund mit Worten des Lebens, die Geist und Seele scheiden. Und die jedem was mitgeben für seinen täglichen Wandel mit dir. Danke, Vater. Vor Jahren, ich habe noch in Amerika gelebt, ich war 15 Jahre in Amerika. Dort bin ich frei geworden von der Religion und hineingekommen in einen lebendigen Glauben, in eine heiße Liebesbeziehung mit Jesus Christus, mit der niemand konkurrieren kann. Amen. Ist eine Exklusivbeziehung. Halleluja. Und da bin ich jeden Tag, ich habe am Rande vom Nationalpark gewohnt in Gatlinburg, Tennessee, Smoky Mountains, und da habe ich einen Fluss entdeckt mit einem riesigen Felsen in der Mitte, und da waren Steine, da konnte man hinaufgehen, und dann bin ich mit meiner Gitarre hin und habe den Herrn gelobt und gepriesen. Das waren meine Zeiten mit Gott. Keiner hat mich gehört, der Fluss war so laut. Und dann habe ich einmal gesagt, Herr, hast du ein Wort für mich? Dann sagt er, ich soll Jesaja 60 lesen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das möchte ich euch sagen. Das ist ein Wort für euch. Steht auf! Danke! Aber steht auf im Herzen! Erhebt euch über diese Lügenwelt, die total gesteuert wird von der Gegenseite. Satan weiß, seine Zeit ist kurz. Die läuft bald ab. Er kann nichts mehr verlieren, er hat schon alles verloren. Aber er möchte viele, möglichst viele gewinnen auf seinem Weg zur Hölle. Er hat auch aus dem Himmel noch ein Drittel mitgerissen, bevor er den Himmel verlassen hat. Und er möchte jetzt noch Millionen mitreißen in die Hölle. Und das ist mein größter Herzensschmerz. Wie viele Menschen auf dem Weg zur Hölle sind, obwohl sie glauben, sie sind am richtigen Weg. Meinen Papa habe ich vor Jahren gefragt, Papa, bist du eigentlich Christ? Sagt er, was hast du denn? Ich bin noch Österreicher. Ihr Lieben, weder eine Nation, noch eine Konfession, noch eine Hautfarbe, noch irgendetwas wird dich retten, außer der stellvertretende Tod Jesu Christi. Es ist vollbracht, aber dazu musst du wissen, dass du es brauchst. Ich habe jahrelang geglaubt, ich liebe Jesus, aber dass er mich lieben kann, muss ich mich wahnsinnig anstrengen. Und ich habe mich wahnsinnig angestrengt. Und eines Tages habe ich gesagt, lieber Gott, ich streng mich ja so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Es gibt noch sehr viele anstrengende Menschen auf der Welt, die sich anstrengen, sich vor Gott gerecht zu machen. Gott will dir seine Gerechtigkeit schenken. Was er braucht, ist nur Glauben und Gehorsam. Das ist alles. Und ein Verliebtsein in ihn, zu erkennen, die weite, breite Länge, Höhe und Tiefe seiner Liebe für dich. Ja, da möchte ich nur weiterlesen. Da steht, über dir strahlt auf die Herrlichkeit. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und siehe, sie alle versammeln sich.
und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres und so weiter. Und da heißt es, ich soll schauen, erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Ich sitze auf dem Felsen, alleine in dem Fluss, schaue herum, sage, keiner ist da. Lieber Gott, passt nicht. Sagt der Zukunft. Heute, meine Söhne kommen von weit her. Das Video, das ihr gesehen habt, passt schon lange nicht mehr. Wir haben schon über 18.000 Kinder in die Schule schicken dürfen. Wir durften Tausenden von Menschen helfen aus der Armut, besonders Frauen. Und alles Gnade. Wisst ihr, alles Gnade und Gunst. Alles Gnade. Als Gott mich mit 60 Jahren nach Afrika rief, meine Familie hat geglaubt, ich habe den Verstand verloren. Jetzt, wo die Krankheiten anfangen und in Afrika keine medizinische Betreuung ist. Ich habe jetzt schon das dritte Krankenhaus gebaut und es ist herrliche medizinische Betreuung, nämlich nicht nur Medizin, sondern Gebet. Wir beten mit unseren Patienten und viele brauchen keinen Arzt mehr. Halleluja. Amen. Und ja, und dann habe ich gesagt, der Herr gesagt, weil ich gesagt habe, Herr, mit 60 haben meine gut meinenden christlichen Freunde gesagt, Maria, jetzt ist dann Zeit zum Abdanken. Dann mach doch anderen Leuten Raum. Sag ich, aber Gott, keine Ahnung gehabt, dass ich jemanden Raum wegnehme. Aber wenn das der Fall ist, ich bin für alles bereit, ja. Dann war ich bei einer großen Erweckungskonferenz in Amerika. Und die haben so laut gesungen und da habe ich laut reingeschrien in den Saal. Lord, shall I retire? Und genauso laut ist zurückgekommen. No, Maria, refire. Krieg neues Feuer. Halleluja, habe ich gesagt, da liegt was vor uns. Und jetzt sage ich jedem von euch. Und wenn ihr es glaubt, sagt es dem Nachbarn. Du bist der Traum im Herzen Gottes und das Potenzial in seiner Hand. Du musst dich nur zur Verfügung stellen. Sag deinem Nachbarn, ich und du, wir sind der Traum in Gottes Herzen. Und das Potenzial in seiner Hand. Amen. Gott hat so große Pläne mit dir, wenn er es dir sagen würde, würdest du sagen, nicht mit mir. Und genau mit dir hat er große Pläne. Ich freue mich so über die Vision von ICF. Der Herr sagt dauernd, wir sollen unsere Grenzen erweitern. Amen. Die Pflöcke weitsetzen. In allen Gebieten, ob das Glaube ist oder Liebe ist oder Freundschaften sind oder auch real. Reich Gottes auf diese Erde bringen. Amen. Ja, und wisst ihr, heute, da meine Söhne, wie der erste Sohn zu mir gesagt hat, oder der erste junge Afrikaner, Mama, ich möchte, dass du mich adoptierst, sage ich, da muss ich beten zuerst. Da bin ich zum Herrn und sage, habe ich da ja schon lang gesagt, deine Söhne kommen von weit her. Und meine Tochter wurde so auf den Armen getragen, Maria, ich schenke dir dieses Kind, meine Angel. Ich hoffe, ihr habt sie schon singen gehört. Wer kennt sie schon, meine Angel? Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal und sie kommt jetzt am 2. bis 24. Mai her. Und wir werden miteinander dienen, ein Geschenk Gottes ohne Ende. Gott hat mir Tausende von Kindern geschenkt, obwohl ich nur 10 wollte eigene. Ja? Aber jetzt habe ich Tausende, die mich Mama nennen. Gott hat so große Pläne für dich. Du würdest sagen, nein, nicht mit mir. Das ist zu groß für mich. Wenn Gott mir gesagt hätte, wenn ein Prophet mir gesagt hätte, was er mit mir vorhat, hätte ich gesagt, du bist der lausigste Prophet, den es je gibt. Okay? Wenn der liebe Gott mir schon klar gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich fliehe nach Australien in den Busch. Sowas kannst du mit mir nicht machen. Aber natürlich wäre ich wahrscheinlich in einem Fisch gelandet auf dem Weg. Gell? Und da hätte ich 3 Tage Buße tun können im Bauch, bevor ich dann gehorsam war. Also ihr Lieben, Gott hat solche Pläne. Es ist unsagbar, wie groß die Pläne sind. Denn, jetzt muss ich euch was sagen, wer ihr seid. Ihr seid, das steht, wo steht das jetzt gleich? Wisst ihr, ich bewege mich sehr viel in meiner englischen Bibel und die deutsche fällt noch nicht auf dort, wo ich sie haben will. Nein, ich hab's schon. Gleich hab ich's. Ich hab's schon. 2. Korinther
5,20. Oder fangen wir schon mit 18 an. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und jetzt kommt's Wichtige. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. An manchen Stellen heißt es Botschafter. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit würden in ihm. Ihr seid an Christi Stadt gesandte Botschafter. Vom König aller Könige. Gibt's noch eine bessere Position in dieser Welt? Gibt's eine höhere Position? Die Könige dieser Welt, die Botschafter dieser Welt sind alle unter uns, unserer Berufung. Wir sind die Botschafter des Königs aller Könige. Und die Regierungen werden zu unserem Licht kommen und uns bitten um Weisheit. Ich erlebe es schon. Vor 4 Monaten, wir waren im Gebetsberg, denke ich mir, die Frau kenne ich doch, die da ist, war die Sekretärin von der First Lady. Da bin ich zu ihr und habe gesagt, du Schatz, was machst du denn hier? Ja, ich komme zu dir, die First Lady schickt mich. Okay, habe ich wieder was falsch gemacht? Nein. 20 Vertreter von 20 afrikanischen Nationen kommen jetzt oder sind gerade gekommen nach Uganda, weil wir schon über 10 Jahre die Höchsten in der Regierung, die Höchsten in der Kirche und die Höchsten in den Marktplätzen schulen, wie wir aus Uganda einen Jünger Jesu machen können. 4-mal im Jahr haben wir schon eine Konferenz für die Allerhöchsten. Wir haben schon in jedem Ministerium einen Gebetsaltar. Und die haben gehört davon. Und hat sich gesagt, und die kommen jetzt nach Uganda und wollen wissen, wie sie aus ihren Nationen was machen können, was Gottes Plan ist. Da habe ich gesagt, wunderbar. Sagt sie, ja, und du bist die erste Sprecherin. Wie bitte? Was? Na, das kann ich nicht. Da hat sie gesagt, du, keine Widerrede. Wir haben gebetet. Die First Lady, der Präsident, alle, die Mama Maria ist die erste Sprecherin. Da schlotterst in deinen Stiefeln. Des Glaubens, okay? Und da sind sie gekommen. Dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, warum Gott mich auserwählt hat, zu euch zu sprechen, als solche Kapazitäten. Waren am Gebetsberg. Aber ich kann euch sagen, was Gott mir so weit gesagt hat. Gott hat mich, hat uns in Uganda schon vor Jahren gesagt, macht euch auf. Geht hin und macht alle Gemeinden zu Gemeindemitgliedern. Ich pass auf, ob ihr horcht. Und wen? Gemeinden? Nationen! Geht nun hin, also kommt in Bewegung und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie in den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann sagt er noch, mir ist alle Macht gegeben. Und die fangen strahlen an. Genau das haben wir auch gehört, Maria. Da habe ich gesagt, dann sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Amen. Jetzt kommen sie wieder im Oktober. Alle 20 Nationen. Und wollen, dass ich die einzige Sprecherin bin für eine Woche. Aber jetzt hat der Herr schon, kennt ihr den John Maxwell? Der kommt jetzt wahrscheinlich und wird mit mir diese 20 Leiter der Nationen belehren. Auch der Justin Birici, der ein Buch geschrieben hat, The Shift. Wir brauchen jetzt ein total neues Denken. Ein Umdenken. Im Reich Gottes sind andere Prinzipien, ihr Lieben, als in der Welt. Leider haben wir auch viele Jahrhunderte Kirche gebaut mit den Prinzipien der Welt. Als die Notre Dame gebrannt hat in Frankreich, habe ich zum lieben Gott gesagt, also Herr, bin ich heute nicht ganz normal? Ich habe solche Freude, dass das Gebäude brennt. Dann hat er gesagt, ich auch. Mein Götze brennt. Halleluja.
Jesus ist nie gekommen, um in Kirchengebäuden zu leben. Der will in dir und dir und dir und dir leben. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Amen. Da ist Kirche. Und wo immer ihr seid, ist Kirche. Wenn der Raum ist leer, dann ist halt der Fernsehraum, okay? Aber nicht eine Kirche. Du und ich, wir sind die Kirche, die Stellvertreter Jesu Christi auf dieser Welt. Und das müssen wir jetzt erkennen. Amen. Und jeder von uns hat einen Auftrag, voll in das Licht Gottes durchzubrechen. Amen. Und wisst ihr, es heißt sogar, also ich sag's euch, wenn ihr jetzt die Bibel lest, lest einmal alle Schriftstellen, wo es heißt Herrlichkeit. Sucht einmal in der Konkordanz alle Herrlichkeitsschriftstellen. Oh, 1. Korinther. Im 1. Korinther 2,9 heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, ist das eine gute Botschaft? Also, wenn das nicht eine totale Aufmunterung ist in diesen Tagen. Amen. Und der Pastor Daniel hat da noch ein Buch geschrieben, 40, mit seiner Gemeinde, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Im Reich Gottes ist ganz ein anderes Denken. Das sind die Schwachen. Oh, Gott arbeitet mit den Schwachen. Die wissen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht. In meiner eigenen Kraft. Wir haben jahrhundertelang gelebt. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Wisst ihr, ich habe vor 6 Wochen einen Vortrag gehört von einem messianischen Juden, der hat gesagt, die westliche Welt hat nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die haben den Baum gefressen. Man muss alles wissen. Ein Schmarrn. Es geht nicht ums Wissen, es geht ums Glauben und Vertrauen. Glauben ist da, Wissen ist oben. Und ich sage es euch, in Afrika, da kommt man mit der Mentalität nicht hin. Da hatten wir eine große Konferenz mit vielen Europäern und die war eine Woche und es gab beim Anfang noch kein Programm. Die Europäer, was ist los mit der Konferenz? Wir haben nichts im Griff, verstehst du? Die Afrikaner, ganz lieb, haben sie am nächsten Tag verkündigt in der Früh, in dem Büro da hinten kann man ein Programm holen für den Tag. Alle Europäer, wie von der Tarantel gestochen, sind auf dieses Büro zugerauscht und dann haben sie was im Griff gehabt, ja. Einen Zettel. Da stand ein Haufen Sachen drauf. Aber am Abend hat sie überhaupt nichts gestimmt. Weder die Zeit noch die Vortrag, gar nichts. Da habe ich gesagt, Papa, die wissen, wir wollen was im Griff haben. Ja. Jetzt geben sie uns halt einen Zettel. Was draufsteht, ist ihnen wurscht. Dann geben wir ihnen noch einen Tag. Am nächsten Tag war wieder das Gleiche. Dann habe ich gesagt, Herr, ich habe nicht gesagt veräppeln, ich habe was anderes gesagt, okay? Die veräppeln uns, die verarschen uns. Die wissen, wir wollen was im Griff haben. Jetzt dienen sie uns halt mit einem Zettel, dass wir was in der Hand haben. Was draufsteht, ist ihnen wurscht. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist das bessere System? Das westliche Denken, wo man am Montag schon weiß, was am Samstag passiert? Oder das afrikanische, wo du am Montag noch nicht weißt, was am Montag passiert? Am I right? Dann hat der Herr gesagt, Maria, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Habt ihr es kapiert? Es kommt die Zeit jetzt, wo der Mensch denkt und Gott lenkt. Und wir alles entfalten lassen müssen. Amen. Aber im gewissen Alter ist diese Entfaltung sehr günstig. Alles entfalten lassen. Er will dich und mich in den Griff bekommen. Amen. Eure Antwort ist begeisternd. Wir wollen hier Gott in den Griff bekommen, aber Gott will dich und mich in den Griff bekommen, damit er tun kann mit uns, was er will. Amen. Gebetet haben wir jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie ich will. Nein, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Wer schert sich schon, was Gott im Himmel tut? Und da habe ich gelesen, in der Bibel steht, Jesus hat gesagt, ich kann nichts aus mir selbst tun. Er tut nur alles, was er den Vater tun sieht im Himmel. Und das wird jetzt unser Auftrag. Jeden Tag zu fragen, Papa, was tust du im Himmel? Ist alles schon vorbereitet. Und was er vorbereitet hat, das zahlt er und das macht er fertig. Amen.
Der gibt mir Aufträge für Millionen Euro. Fragen meine Mitarbeiter, ja, kannst du dir das leisten? Sag ich, überhaupt nicht. Aber wenn er es anschafft, zahlt das. Amen. Wir stehen jede Woche an der Wand. Wir haben keinerlei Reserven, aber wir haben keine Schulden auch nicht. Er bezahlt alles, was er anschafft. Amen. Und da kommen wir jetzt hinein. Wisst ihr, ich muss jeden Tag 10.000 Leute dreimal füttern. Und die Afrikaner haben Hunger, das sage ich euch. Die essen ordentlich, die sind nicht zimperlich, obwohl bei nichts weggeworfen werden darf. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, was soll ich machen, wenn das bargeldlose System kommt? Wir kriegen keine Unterstützung mehr von Europa. Was mache ich mit den Leuten? Da sagt Maria, Land kaufen wie verrückt und Landwirtschaft ohne Ende. Das machen wir jetzt. Ich habe gesagt, aber wenn das auch nicht reicht, dann hat er gesagt, dann erinnere dich, ich habe es schon 40 Jahre vom Himmel fallen lassen. Amen. Gott wird seine Kinder nicht im Stich lassen. Amen. Und ist die eines der erheiterndsten, obwohl es eine traurige Geschichte ist, die in der Bibel steht, ist die, wie die Kinder Israels ausgezogen sind aus der Sklaverei und dann am Roten Meer standen. Ja? Und dann der Mose mit dem Stab, wo nicht mehr seine Identität drinnen war, sondern die Kraft Gottes. Das Meer sich teilt. Und riesige Wasserwände sind. Und trockener Boden, das ist, müsst ihr euch vorstellen. Die sind mit Wagen gefahren. Es war ein trockener Boden. Das ist für mich das größere Wunder. Der trockene Boden, das war wahrscheinlich Asphaltstraße. So, da stehen sie davor, begeistert. Schauen das Wunder an, ja? Aber das Wunder war eigentlich dazu da, dass sie sich hineinbegeben, ja? Und dann sehen sie plötzlich die ägyptische Armee hinter sich. Das hat ihnen den nötigen Druck in den Hintern gegeben, dass sie sich bewegt haben. Amen. Dass sie die Angst, dass das zusammenklappt, überwunden haben. Manchmal braucht man ein bisschen Druck, dass wir in den Wegen Gottes wandeln. Amen. Und dann sind sie hinein, die sind nicht hineinspaziert, die sind hineingelaufen. Die sind durch das Rote Meer durchgelaufen. Und die Ägypter kommen zu der Öffnung und denken sich, so was Offenes hätten wir uns nicht erwartet. Herrlich. Rein mit der ganzen Armee. Wie der letzte Hebräer draußen war und der letzte Ägypter drinnen, ist das zusammengeklappt. Was für uns zur Befreiung dient, wird für den Feind zu seinem Urteil gemacht. Zum Beispiel, wie der Teufel geglaubt hat, er kreuzigt Jesus. Jesus ist erst der Mensch, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und zwar war der schon tot, bevor sie sein Herz durchbohrt haben. Und Christus konnte niemand töten, der hat seinen Geist aufgegeben. Und der Teufel war so glücklich, ich hab Gott getötet. Dann kommt er nur freiwillig in die Hölle. Denkt er sich, na sowas habe ich mir auch nicht erwartet. Und dann kam Jesus aber, um alles abzunehmen von Satan, alle Rechte, die er durch den Ungehorsam von Adam und Eva gewonnen hat. Alles. Mit dem hat er nicht gerechnet. Das war sein Niedergang. Und dann konnte Jesus, weil er für alles bezahlt hat, der Sünde sollte ist der Tod. Tod hat keinerlei Anspruch an ihn mehr gehabt, konnte er aus eigener Kraft auferstehen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und das feiern wir jetzt. Wir sind jetzt in dieser Woche, wo wir uns erinnern an diese Niederlage, die sich der Feind selber verursacht hat. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wisst ihr, wir in Afrika, also ich muss immer wieder die Geschichte erzählen, weil sie mich so ermuntert. Meine Tochter war ein bisschen zwischen 4 und 5, glaube ich, war sie. Sie war noch sehr klein. Kommt eine Österreicherin zu dieser Zeit nach Uganda und sagt, Angel, jetzt kommt dann bald der Osterhase, freust du dich? Sagt sie, den Blödsinn glauben wir in Afrika nicht. Ich war begeistert, weil ich habe das nie zu ihr gesagt. Sagt sie, was feiert ihr denn dann? Ja, Jesus ist gestorben und er war im Grab und alle waren traurig und jetzt ist er auferstanden und wir feiern die Auferstehung. Amen. Mein Gott, ich war so stolz auf das Kind. Und ich habe immer meinen Kindern erlaubt, mit mir auch mit Erwachsenen mitzusprechen, denn aus dem Mund der Kinder können wir die Wahrheit hören. Meine Kinder, und wenn sie erst 3, 4 Jahre sind, sprechen schon prophetisch. Und dann will sie wieder mitreden, die Angel, mit der Frau und mir. Dann sagt sie, die Frau, Angel, bist doch noch so klein, kannst doch nicht mit den Erwachsenen mitreden. Sagt sie, ja, ich bin nur sehr klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir?
zu wenig Mut. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott. Sei dir dessen immer bewusst. Und das ist unsere Identität. Er in uns, wir tragen die Herrlichkeit Gottes in diese Welt. Wir tragen die Gegenwart Gottes in diese Welt. Amen. Amen. Mir ist neulich jemand gestanden, der hat gesagt, wer sind denn Sie? Ich kriege die Gänsehaut neben Ihnen. Das ist der Heilige Geist. Ein Mann hat einmal gesagt, neben Ihnen fange ich schweben an. Da sage ich, es ist die Gegenwart Gottes. Dann hat er gesagt, das ist immer mächtig. Ihr Lieben, wir sind die Träger Christi in dieser Welt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind die Könige und Königinnen. Amen. Amen. Halleluja. Wir haben so eine hohe Position in unserem Sein. Aber bevor wir nicht erkennen, wer wir sind, werden wir uns immer noch anstrengen, etwas zu tun, um Gott zu beeindrucken. Ich tue nur alles, weil ich gehorsam sein will, was er mir sagt. Amen. Er hat alles schon vorbereitet. Also, ihr Lieben, wo ist denn die Zeit? Mein Gott, in Afrika, wisst ihr, die Leute sagen, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Aber hier habt ihr alle die Zeit. Halleluja. Okay, gut, also das Buch von Pastor Daniel, ist das vergriffen jetzt? Die 40, müssen wir nachdrucken lassen. 40 Tage Reich Gottes Prinzipien, dazu haben wir aber 42 YouTubes gemacht. Die könnt ihr euch anschauen, die sind auf YouTubes, also Prinzipien Reich Gottes von uns beiden sind erhältlich. Schaut euch die an. Und jetzt haben wir ein Buch geschrieben, ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Amen. Aber wir müssen aufstehen. Stellt euch vor, wenn ein Kind gehen lernt, ja, fliegt es oft hin? Ja, freilich. Wenn die Mutter einmal aus Liebe sagen würde, Schatz, ich bleib jetzt liegen, weil du fällst ja immer wieder hin. Das wäre Sentimentalität, nicht Wahrheit. Jedem Kind wird die Mutter sagen, Schatz, aufstehen, wieder aufstehen. Amen. Wisst ihr, dass in der Bibel über 360 Mal fürchte dich nicht steht? Für jeden Tag, fürchte dich nicht. Steh auf. Amen. Und jetzt die Titel dieses Buches. Raus aus der Angst. Wisst ihr, Angst ist jetzt die Sprache der Hölle. Und mit Angst wird die ganze Welt klein gehalten. Und Angst im Englischen heißt Fear, F-E-A-R, false evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Wir sind in einem Lügengebäude, wie die Welt noch nie war, weltweit. Und wir sollen jetzt durchbrechen in Faith, Glauben. Und Glauben auf Englisch, F-A-I-T-H, for all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Für wie viel? Wie viel? Alles. Noch ein bisschen lauter. Für wie viel? Alles. Amen. Gibt es da etwas, was ausgeschlossen ist? Nein. Für alles. Alles. Und ich garantiere euch, wenn wir mit unseren Augen permanent auf Jesus, auf sein Wort halten, dann gehen wir, dann Gott sucht jetzt Daniels. Gott sucht jetzt Königinnen Esthers. Gott sucht jetzt Joshuas und Kalebs, Jünglinge, die im Feuerofen tanzen. Amen. Ich kann die Uhr nicht ein bisschen stoppen. Halleluja. Nein, ich möchte euch über den Daniel, ich weiß es, ich höre es, ich sehe es. Ja, okay. Ich möchte so gern mit euch beten. Darf ich das noch? Dass ihr durchbrecht aus einem Leben der Angst in ein Leben des Glaubens, des Vertrauens. Denn das Wort Gottes ist stärker als die Lügen dieser Welt. Und dieses ganze Lügengebäude wird zusammenklappen mit einem Karacho, wie noch nie ein Lügengebäude weltweit zusammengeklappt ist. Aber noch werden viele Richter, viele Regierungen gekauft. Und da ist noch ein bisschen eine Verzögerung. Aber das wird nicht standhalten. Amen. Das Reich Gottes wird durchbrechen. Wer will jetzt ein heißer Vertreter des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren sein hier?
Steht auf und wir beten kurz. Amen. Und das Gebet wird jeden Tag wirksam sein und vom Himmel her mit voller Gnade gesegnet werden. Dann betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erschaffen hast, dass ich dein Königskind bin und dass du deinen Sohn gesandt hast, um mich für mich stellvertretend zu sterben, damit ich vor dir gerecht stehen kann. Herr Jesus, ich öffne dir mein ganzes Leben und ich empfange dich als meinen einzigen Herrn und Meister, als meinen Versorger, als meinen besten Freund, als meinen Geliebten, als meine Weisheit, meine Schönheit, meine Geduld, meine Vollendung meines Glaubens. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du das gute Werk, das du in mir begonnen hast, vollenden wirst. Und ich stehe dir bedingungslos zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Reduziere mich auch auf null. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen für die Menschheit. Und schenk mir Gnade und Wohlwollen und Gunst, wie die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich verspreche dir, Vater, ich gebe dir alle Ehre, aber ich behalte die Freude. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, kauft euch dieses Buch. Wir haben leider keins mehr hier. Das letzte Kapitel heißt: Verlass den Hühnerstall, werde ein Adler. Amen. Amen. Nicht mehr herumgackern, sondern in die Herrlichkeit Gottes fliegen. Amen. Amen. Ihr seid berufene Reich Gottes Himmelsbürger. Amen. Seht euch als solche und wandelt als solche und ermutigt euch als solche. Amen. Amen. Und jetzt sage ich noch was auf Luganda. Quagala, nyo, 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 nyo. Das heißt, ich liebe euch sehr, sehr, sehr. Halleluja. Ihr seid eine Wucht. Ihr seid die Hoffnung Gottes für Deutschland. Amen. Amen. Hey, lasst uns auch zu Hause dieser grandiosen Frau einen fetten Applaus geben. Und wenn ich mir die Maria heute anschaue, eigentlich steht sie, sie kann nur nicht stehen, weil sie ihren Fuß gebrochen hat. Und was mich begeistert ist, dass ich das merke, sie kommt heute her. Weil diese Message hat sie einfach auf dem Herzen. Und für uns als Kirche ist heute ein Moment, wo wir auch letzte Woche gesagt haben, wenn du letzte Woche da warst, glaube ich, dass es einfach eine Message ist, die Gott seit Jahren hier vorbereitet hat. Weil wir seit Jahren gesagt haben, hey Gott, wir würden gerne, dass die Maria herkommt. Und heute war es soweit. Und was ich einfach abgefahren finde, und es ist einfach das, wie Gott wirkt. Sie wusste eigentlich gar nicht, was wir als Kirche die letzten Monate gemacht haben, weil genau das, was sie heute beschrieben hat, wenn wir ein bisschen zurückspulen in der Zeit, wenn du schon länger in dieser Kirche bist, haben wir im letzten September eine Serie gehabt, die ist Kingdom Culture. Und genau das, was die Maria beschrieben hat, ist eigentlich das. Und im Januar hatten wir mit all unseren Leitern 2 Tage, wo wir genau darüber geredet haben, was Gott einfach tun möchte. Wo wir Jüngerschaftsschritte haben, Explore, Get Free und Impact und sagen, hey, wir wollen uns einfach einbauen lassen als lebendige Bausteine. Und dieses Gebet, was die Maria gerade gebetet hat, macht mich einfach glücklich, weil jeder von euch das mit reinem Herzen und mit voller Freude gebetet hat. Aber ich weiß nicht, ob du vielleicht verstanden hast, was es wirklich heißt. Weil wenn ich gefährlich bete, dann kommt es auch. Und vielleicht ist jetzt nochmal so ein Moment für dich, wo du sagst, hey, ich habe jetzt nochmal Dinge, die mich einfach abhalten. Alles, was ich gerade gebetet habe, was ich gehört habe, dass ich nicht in mein Calling einsteigen kann. Und wir haben für dich hier im Neuraum, hier auf der Seite und auch da hinten haben wir ein Kreuz aufgebaut. Und vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, hey, mein Karrieredenken, meine Angst, vielleicht, ich bin nicht gut genug.
oder ich muss so sein wie der Maria, haben dich bis heute zurückgehalten, dich einbauen zu lassen. Und ich sage dir eins, die Maria hat eine Gabe von Gott geschenkt bekommen und Gott verteilt es einfach. Aber er hat dir genauso eine Gabe zugeteilt. Und es ist ganz egal, ob es eine Bühne ist, ob es deine Familie ist, ob es die Schule ist, ob es dein Arbeitsplatz ist, ob es der Kindergarten ist, ist ganz egal. Und ich lade dich jetzt ein, also wenn du merkst, es gibt nochmal Dinge, die dich abhalten, dass du gerne zum Kreuz gehen, auch online darfst du überlegen, kannst du es vielleicht in den Chat schreiben und lass uns einfach dort gemeinsam als ganze Community die Dinge ans Kreuz bringen. Und lass uns die ersten zwei Worship-Songs nutzen. Sag Gott, ich gebe dir all die Dinge, wo ich bis heute mich gewehrt habe, in dein Calling einzusteigen. Sag Gott, du bist der, der mich heute gebrauchen darf. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du uns Dinge zeigst, die uns gehindert haben, dein Baustein zu sein, wie es in 1. Petrus heißt. Und ich danke dir jetzt, dass du die Dinge hochholst, dass du uns zeigst, wo wir umkehren dürfen. Und ich danke dir den Moment, den wir als ganze Kirche heute erleben dürften, dass du uns berufst, deine Jünger zu sein und unser Umfeld positiv zu verändern. Amen. Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.